Traditionell habe ich ja die Angewohnheit, die Let's Plays immer nachts zu starten. Ja, eine weitere Woche, eine weitere Folge, eine weitere halbe Stunde. Na, schauen wir mal, ne? Wir waren ja irgendwie dabei stehen geblieben, wir hatten die Treppen in Ordnung gebracht und wir hatten so ein bisschen uns Sachen angeguckt und das ist alles ganz toll und wunderbar. Und heute wollen wir doch mal gucken. Ach ja, wir hatten ja andere Items gesammelt. Die tun wir mal in die Kiste, wo schon ein paar anderen Items drin sind, von der gleichen Art. Das waren die Treppen, ne? Vorher müssen wir natürlich mal gucken, dass wir so ein bisschen... Ah, noch mehr anderen Items. Ein bisschen aufräumen. Zack, zack. Eigentlich könnten wir die Uhr wegschmeißen, oder? Moment, wir gehen mal kurz nach oben hier zu der Kiste und tun da mal so ein bisschen rein. Wir tun das hier mal rein und den Rest, den tun wir da nicht rein. So. Hinabgestiegen und Cobblestone. Und ein bisschen Sand. Sand und Glassand. Und Flint kommt hier vorne in die Bergbaukiste rein. Da unten ist schon welcher hier. Ah, so, die Fackel brauchen wir. Den Eimer nehmen wir immer mit. Den Hammer brauchen wir erstmal nicht mehr, glaube ich. Das. Ja, passt, oder? Wird's denn schon wieder hell? Es ist schon wieder hell geworden. Was wir mal machen könnten... Die Version 5.0.0 hat schicke neue Zäune eingeführt. Fins, diese glatten hier. Da machen wir mal ein paar von. Eh viel zu wenig. Aber das finde ich ja ehrlich gesagt schöner als diese komischen anderen Dinger hier. Ja, kommt das hier weg, kommt das hier weg, kommt das hier weg. Und dann machen wir hier zack, zack, zack. Und dann hat man nämlich richtig einen vernünftigen Zaun. Das machen wir jetzt natürlich auch wieder, auch wieder bei allen. Ja, wie sich das gehört. So, und da wir ja nichts machen ohne Aufnahme, machen wir das jetzt einfach mit Aufnahme. Braucht natürlich... Ein bisschen. Ein bisschen nur. So. Dopp. Ist schwiegen zwei Pünktchen in der Luft drin. So, hier zu. Gut, ich laber wieder Käse. Ihr kennt das. So, hier ist zu. Und ja, es ist wesentlich ruhiger als das Chaos hier. Kann man diese komischen Zäune eigentlich in irgendwie, irgendeiner Art und Weise zu irgendwas Brauchbarem verwandeln? Nee. Ja. Schade, Schokolade. Das heißt, wir schmeißen die alle weg, die Zäune nachher, oder was? Naja, gucken wir. Zack, zack. Zack, zack, zack. So. So. Gibt doch nichts Spannenderes als Zäune umzubauen, oder? Upsa. Joa, so. Ganz. Ja, die ist jetzt weg, ne? So, hier hin und hier hin. Lecker. Gut. Dann muss man ein bisschen aufpassen mit den Zäunen, wenn man die setzt. Okay. Dup. Na. Wollte gerade sagen. Oh, hier mal von außen. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Noch ein Vorteil, hier bleibt man hängen, hier bleibt man nicht hängen. Zack, zack, zack.
So, ist schön. Das zweite Beet haben wir schon fertig. Von den restlichen gefühlten 100 Beeten. Das reicht sowieso nicht mehr. Einmal, zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meine Güte. Kriegen wir nicht mal mehr zwei Beete mit fertig, ne? Hier. Das ist doch doof. Wollen wir gleich noch ein bisschen Holz holen? Wollen wir wieder Holz holen gehen? Wollen wir wieder Holz holen gehen? Ich glaube nicht, dass wir Holz holen gehen wollen, oder? Aber hilft ja alles nichts. Wir müssen ja hier fertig werden. So. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Na. Gehen wir mal hier längs. Ja, drei, ne? Weißt du Bescheid? Eins, zwei, drei. Hier ist jetzt Loch. Ja, die Axt, die haben wir ja schon dabei. Da würde ich mal sagen, wir gehen mal nach hinten und gucken mal, ob wir da ein paar Bäume uns irgendwie klauen können. Hatte das Loch irgendeinen Grund? Gucken wir. So, gehen wir hier wieder zu unserer Standardecke hin. Boah, ich würde sagen, hier vorne den ganzen Kram, den können wir eigentlich mal wegholen. Und dann gucken wir mal, was dann gleich noch überbleibt. So, so, so. Die Apfelbäume wachsen ja alle nicht ganz so hoch, das geht ja. Hoffen wir auch nur, dass gleich noch ein paar Setzlinge überbleiben, dann können wir nämlich gleich wieder nachpflanzen. So, ich würde sagen, das hier ist so das letzte Stückchen. Das kann weg. Das muss auch mal weg hier, so. Setzlinge. Ja, ich glaube, Setzlinge haben wir gleich genug. Äpfel kann man nie genug haben. So. Zack, 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 zack. Ich wollte gerade sagen, warum baut der denn nicht ab? Aber hier ist ja noch was. So. Machen wir hier mal. So, da ist noch einer hiervon und dann gehen wir kurz mal die restlichen Setzlinge einstecken. Oh, da hier. Da sind noch welche. Gut, 17 Setzlinge, sollte reichen. Wir gucken mal, dass wir hier einfach wieder ein bisschen was hinpflanzen. Gleich direkt wieder in die Löcher rein. So. Loch, Loch. Hier war auch einer, ne? Da war einer. Da ist jetzt auch einer. Hier ist einer. Hier ist jetzt auch einer. Da. Da. Ups, komm mal mit. Hier kommt noch ein bisschen was hin. So. Haben wir den kleinen Mini-Wald wieder ein bisschen aufgeforstet und die restlichen Setzlinge, die nehmen wir einfach mal mit nach Hause, würde ich sagen. Ja, doch, ich weiß. Gut. Ökokram, das rein, das rein. Die Äpfel kommen eigentlich. Guck mal, hier ist noch mehr.
Ups. So. Ackerbau, oder waren die Äpfel oben? Äpfel waren oben, ne? So. Gut, Holz zu Planken. Planken zu Zaun. Meine Güte, kommt da viel raus. Zack, 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 zack. So, 300, nee, 400 sogar. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen, ne? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Bonemeal, Bone is not defined. Kein Bonemeal mehr auf dem Server, alles klar. Ach ja, glaube ich rausgeschmissen. Rausgeschmissen, die Mod. Weil, ist so. So, zu. Und weiter geht's. Zack, pam, pam. Es wird wieder super spannende 30 Minuten heute. Ich merke das schon ganz deutlich. Hat mir auch schon ein bisschen nass gemacht im Schlüpfer jetzt, ne? So. Hauen wir den ganzen Scheiß hier weg. Und legen den ganzen neuen... Ach, machen wir so, scheißegal. Legen den ganzen neuen Scheiß hier rein. So. So. So, so und 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 so. Ja, hier an den Zauntoren und hier an den Ecken, da ist halt ein normaler Zaun, das passt ja soweit. Das ist halt ein bisschen stabiler und dazwischen sind halt einfach so Latten gespannt. Und ja, wie schon gesagt, finde ich tatsächlich schöner als den anderen Zaun. Das heißt, wir ziehen das jetzt komplett einmal überall durch. Auch wenn es schon wieder Nacht wird. Wollen wir jetzt eigentlich schon wieder Nacht? Sind nur 20 Minuten rum? Hm. Spielen wir jetzt eine Viertelstunde? Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen was tun an der Geschwindigkeit des Tages. Die stellen wir, glaube ich, irgendwann mal noch mal ein bisschen höher, dass es länger Tag ist und Nachtdauer ist eigentlich soweit ja okay. Ist ja zum Glück alles anpassbar in der Mod, also von daher alles kein Problem. So. Das nächste Ding ist auch fertig. Oh, ist doch hübsch hier. Machen wir das noch weg. Ich wollte eigentlich sagen, es ruckelt nicht mehr so doll, aber es ruckelt irgendwie immer noch, ne? Wieso habe ich denn dann nur 30 FPS? Das ist ja ekelhaft. Was ist denn hier wieder los? Da habe ich 60. Da ich 30. Sind das hier neue Zäune, die so... Das ist immer... Ich verstehe das nicht. 30? 30, 30, 30. Das ist hier irgendwo hier hinten, dieser so komische Berg. In die Richtung hier. Da habe ich ganz normal die 60 FPS. In die Richtung hier. 30. Ja. Keine Ahnung, was da wieder kaputt ist. Das ist auf jeden Fall von der Performance her nicht so gut. Es war aber besser, ne? Ich habe in Erinnerung, dass das mit 04171 irgendwie besser lief als jetzt. Und nur so minimal. Es ist 30 FPS. Ja, so ist nicht. Aber 30? 30 FPS. Und ich gucke ja nur auch in eine Richtung, wo irgendwie nichts weiter ist, außer irgendwie das, die Berge hier. Gut. Es wird jetzt gerade langsam wieder hell, aber. 30 FPS nur. Sechzig FPS. Das ist hier, guck mal, hier. 60. Ja, je mehr von dem Berg sichtbar wird, desto weniger FPS.
Da. Aber nur in der Richtung. Ich finde die Stelle eigentlich ganz schön hier. Also ich würde jetzt ungern irgendwie... Naja. Also nur noch mit dem Rücken zum Bergmassiv arbeiten. Dann passiert da auch nichts. Gut. Wissen wir Bescheid? Machen wir so. So. Rückwärts. Na. Zack, 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 zack. Da, 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 da. Loch, 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 Loch. Loch, Loch, Loch. Warum auch immer. 60. 30. 60. 30. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. 30, man weiß es nicht. Wahrscheinlich die ganzen Bäume, oder? Obwohl, da sind auch Bäume. Da ist wenig, ja, wenn man hier so ein Stück weggeht. Das wird mehr. Das ist die Schokoladenseite. Das ist die Seite mit dunkler Schokolade. Die keiner mag. ja. Gut, wir machen hier erstmal weiter. Ja, das war das so ein bisschen irgendwie hier mal vernünftig einheitlich wieder hinbekommen. Erstmal hier oben, dann gleich unten noch und dann müssten wir eigentlich auch mal schauen, dass wir die Felder wirklich so langsam mal bestücken, oder? Also zusätzlich zu den paar, die da hinten schon fertig sind. Wir haben ja noch so viel Zeug, was wir irgendwie da irgendwie nutzen können für. Dann drei. So, nächster 100er Stack. So. 30. 60. 30. 60. Dup, 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 dup. Gut, das ist fertig, das ist fertig. Das, 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 das ist alles fertig. Jetzt machen wir das hier fertig. Pam, pam, pam. 30, 60. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber man merkt schon deutlich, dass es ruckelt, oder? In der einen Richtung da. Was passiert eigentlich, wenn man das Bergmassiv nicht sieht, wenn man da hinguckt? Guck mal, das sind 60. 60, 60. 60, du, 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 du. Und sobald es geladen ist, so 30. Es hat definitiv mit dem Berg zu tun oder mit dem, was dahinter ist, dieser Wald, keine Ahnung. Uppala. Eine Idee wäre ja, dass da ganz viele Mobs drin geladen werden, weil da eine riesige Höhle drin ist. Die wären natürlich dann sichtbar. Nicht, dass mir die Werte irgendwas sagen würden. Aber man kann ja mal gucken, geht da irgendwas runter? Processed Meshes.
Ja, also sobald sobald das sichtbar ist, geht's runter. Das lief schon mal besser. Das lief schon mal besser. Hier oben ist soweit alles durch. Na, hier ist halt ein bisschen Sackgasse, Ende. Hier machen wir ja noch eben fertig. So, jetzt sind wir wieder auf dem Gebiet, wo es nicht mehr ruckelt. Das ist doch ganz schön. Kann auch hier mal in die Richtung gucken, ohne dass irgendwas passiert. Alles wunderbar. Dreißig, sechzig. Ah, Mensch. Oh. Zack, 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 zack. Hier Zaun rum, hier Zaun rum, hier Zaun rum, hier Zaun rum, hier Zaun rum. Gut, dann machen wir den hier noch. Gerade mal auf den Timer geschielt, irgendwie 30 Minuten haben wir ja bald schon erreicht. Ja. Immerhin sind wir mal ein bisschen produktiver als sonst in den langen Aufnahmesessions, die halt hauptsächlich daran bestanden, dass ich irgendwie hinlaufe und hin und her renne. Hier machen wir zumindest mal was. Wenn wir nicht gerade gucken, ob es ruckelt und warum es ruckelt. So, der Stack ist auch aufgebraucht. Dann machen wir hier gleich mal weiter. Na. Ich habe übrigens noch hier meinen Marke zuhalten, ihr kennt das. So, okay. Der wundervolle Kakao. Der muss einfach dazu. Hui! So, dann haben wir die Ebene da hinten noch und dann ist wir dann auch auf der Ebene durch. Das ist eher gleich die Achseln, als dass ich keine Zäune mehr habe, ne? Haben wir überhaupt noch Möglichkeit, uns eine neue Axt zu machen? Haben wir vielleicht noch eine? Ich gehe gleich mal gucken. CPU 44. Wieso ist denn... Die CPU war doch sonst immer so ein bisschen am Idlen. Das funktioniert hier alles nicht mehr so richtig. Ich habe das im Gefühl. So. Treppe runter, Treppe rauf. Den einen, der hier so ein bisschen alleine irgendwie steht. Oh. Ja, egal. Dann haben wir den auch gleich fertig. So. Ich hatte gesehen in dem Video letzte Woche, da waren so ein paar Renderfehler drin. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ich habe nichts anders gemacht als sonst. Ich gucke nachher, wenn ich render mal, dass ich nochmal wieder ein bisschen an den Einstellungen spiele. Eventuell tut sich da ja irgendwas dann dran. Bitte ich natürlich wie immer zu entschuldigen. Aber ich ging natürlich davon aus, dass es wie bisher auch wieder funktionierte. Warum es das jetzt nicht getan hat und vor allem wo es das nicht getan hat, ist halt nochmal die große Frage, weil OBS
wurde ja irgendwie geupdatet und KDN Live wurde geupdatet. Alles ist so ein bisschen auf einem neueren oder auf einem anderen Stand. Da kann natürlich irgendwas sein, dass irgendwas jetzt anders funktioniert. Muss ich mir natürlich nochmal anschauen im Detail. Ich gucke mal nachher beim Rendern, dass ich hinterher mir das Video mal anschaue oder vorher mal durchskippe und gucke, ob ich da irgendwo was sehen kann. Upsa, Türchen aufgemacht. Aber ansonsten, ja, wird sich zeigen. Vielleicht hängt das auch mit dem 3060 Problem zusammen. Irgendwas läuft anders als sonst. Aber gut, solange es läuft, CPU 41%, warum hat die CPU neuerdings so eine extreme Auslastung? Was ist denn immer, wenn ich irgendwas... Ups, da ist das Soundtor mit draufgegangen. Nee. Soundtor? Da, Soundtor hier. Also rum oder was? Der ist... links, der ist links. Nee, passt. Gut, habe ich mich ja gar nicht mal so schlecht verschätzt. Wobei die Axt wahrscheinlich eh gleich hinüber sein wird. Ja, Zauntour. Komm. Ja, vielleicht mal ein Häppchen Essen zwischendurch. So. Ich habe auch keine zweite Axt noch mit dabei. Und mit der Hand abbauen dauert einfach zu lange. Also da ist es, glaube ich, dann wirklich effizienter, kurz nochmal schnell eine Axt zu machen. Egal aus welchem Material, außer aus Holz vielleicht. Ja. Keine Axt mehr da, gut. Hier... drei brauchen wir. Rein und rein und rein und raus und das zum Wasser holen. Wasserquelle hatte ich noch gar nicht, ne? Gut, wir gehen mal kurz hier unten hin, in der Hoffnung, dass uns da nichts irgendwie entgegenkommt. Sieht aber sicher aus. Rein und raus. Und rein und raus und raus und raus und rein und rein und raus und rein und raus. Ihr kennt das, das alte Rein-Raus-Spielchen. So ähnlich wie 60-30, 60-30. Das Zeug packen wir wieder weg. Das packen wir wieder dazu. Hätte ich eigentlich die Eimer nochmal voll machen können, ne? Naja. Gut, dann gehen wir zu unserem Helfsofen, der schon seit einigen Folgen hier steht. Und brennen mal kurz ein bisschen Mese. So. Und perfektes Mineralwasser habe ich natürlich auch noch dabei. So. Die Kristalle, die brauchen noch mal ein bisschen länger zum Brennen. Wobei ich sehe, die habe ich noch gar nicht übersetzt. Das wäre noch mal eine Idee, diese Mod auch dann in das Deutsche zu transferieren. Aber erstmal muss ich mich kurz mal anders hinsetzen hier. Wir sind auch schon wieder bei einer halben Stunde. Aber ich würde sagen, die Zäune, die machen wir eben noch kurz fertig, wenn dann hier die Axt gleich da ist. Komm, können die mal kurz Holz holen. Irgendwo? Nee. Gut, dann zwei Stöcker. Und dann brauchen wir das von hier. Und dann brauchen wir das von hier. So. Tada! Eine neue Axt. So.
gehen wir wieder runter. Gehen wir hier wieder runter. Und dann machen wir hier weiter. Schön mit der neuen Axt. Nicht, dass das irgendwas ändern würde, aber neu ist immer besser. Jedenfalls manchmal. Wenn es nicht gerade 60, 30... Nee, andersrum, ne? 60, 30. Wenn es nicht gerade Probleme verursacht, ist neu immer eine gute Variante im Vergleich zu alt. So. Zwei noch und dann sind wir erlöst. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch für diese Woche. Ha, da wird das gerendert, dann gucke ich mir das nochmal an. Ups, da ist das Ding wieder hinüber. Dann gucke ich mir nochmal an, wie das denn läuft, ob das dann alles gut aussieht und naja, dann können ein paar Abonnenten das sehen. YouTube ist ja momentan eher so ein bisschen kaputt. Wobei, wenn man kurz recherchiert, findet man relativ schnell raus, warum und dass es Absicht ist. Und wenn man kurz drüber nachdenkt, ist es eigentlich völlig hanebüchener Unsinn, das zu machen, wie es gemacht wurde. Aber hey, das muss jede Plattform mit sich selber ausmachen. Ist halt blöd, dass beim Sortieren nach neuen Videos keine neuen Videos mehr angezeigt werden. Aber so ist das dann wohl jetzt. Bin mal gespannt, wann sie es wieder rückgängig machen, aber bis dahin müssen wir wohl damit leben, ne? Naja. Was soll's, was soll's. So. Das war's überall, ne? Ach, das ist doch schön geworden. Hm. 30, 60, 30, 60, 30. Wir gehen mal wieder hier auf unseren Cookbush. So. Na. 60, 30. Und in der Mitte das Häuschen. Kann man den Zaun so ein bisschen, ja, ne? Guck mal hier. So ein bisschen kann man es erkennen. Der Zaun ist jetzt mal ausgetauscht durch einen etwas eleganteren Zaun und man bleibt auch nicht mehr dran hängen. Hui, 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 hui. Jo. Das ist gut. Hier fehlt noch einer. So. Das ist doch gut geworden. 60, 30. 60, 30. 60, 30. Na ja, gut, 8, 34. 32, 34, 35, 34, 34, 36, 35, 36. Es wird nicht mehr und, ja. Es ist, wie es ist. Geht's doch nochmal wieder auf unseren schönen Busch. Um dann da die Aufnahme zu beenden. Vorher gucke ich nochmal, dass ich den Zaun loswerde. So, Holzzeug. Ja, den komischen Zaun, den braucht jetzt eh keiner mehr. Den wollen wir hier nicht. Verschwinde, du Zaun. Der coole neue Zaun ist eh viel besser als der coole alte Zaun, der nicht so cool ist. Gut, der Eimer ist leer, den machen wir noch voll. Ihr merkt, ich will die Folge nicht beenden. Ich tue es gleich aber trotzdem. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich es tue. Miau. Ich wollte die Folge nur sauber beenden, von daher. So. Also, der Eimer ist wieder voll, die Fackel ist richtig ausgerichtet, das Werkzeug passt soweit. Die Zäune sind in Ordnung gebracht. 60, 30. Gut, keine Ahnung.
Ich werde wahrscheinlich bis zur nächsten Woche nichts rausfinden, aber vielleicht ist es ja bis zur nächsten Woche auch wieder besser. Man weiß es nicht, wir werden sehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschö!